Willkommen zu einer weiteren Folge von Deathplay. Wieder in der Besetzung, die ihr vielleicht jetzt schon ein, zwei Wochen lang gesehen habt. Deswegen stellen wir uns ganz kurz nur noch vor. Ich bin Jan von Owned by Gravity. Als nächster kommt der Steve. Der Steve von den Pixelmaniacs. Björn Pankratz von Piranha Bytes. Adrian von Black Forest Games. Genau, das haben wir inzwischen alle drauf. Das Thema heute ist ein bisschen abstrakter oder ein bisschen größer, als wir es normalerweise machen, die Entwicklerlandschaft von innen zu betrachten. Und zwar wollen wir uns heute dem Metaverse widmen. Also einem, ich hätte jetzt gesagt, wieder erstarkten Hype, weil neu ist es ja noch nicht, dem Versuch, eine komplette Welt zu bauen. Diesmal von den Epic-Leuten, die praktisch ja etwas machen wollen, in dem ich überhaupt nicht mehr raus muss. Also wie jeder ordentliche Ready Player One Science Fiction, so alles da drin verbindet. Das heißt, ich kann alle meine Medien da drin konsumieren, ich kann Leute treffen, ich kann alles tun. Wir haben in der letzten Folge schon mal von sowas wie Second Life gesprochen. Das heißt, auch da war ja der Versuch, eine virtuelle Welt zu bauen, inklusive Verkaufen und Firmenansiedlungen. Es gibt ein Dutzend MMOs, es gab Sony Home, also PlayStation Home, wo sie auch eine Welt gebaut haben, wo ich von da aus dann in die Titel zugreifen konnte und Leute treffen und hin und her. Es gibt immer wieder diese Versuche, die laufen dann eine Weile, werden sehr gehypt und sind auch ziemlich teuer, also das alles zu erstellen. Und dann geht das irgendwie, versandet das so ein bisschen. Wieso glauben Leute immer noch, dass das attraktiv ist oder was ist daran vielleicht wirklich attraktiv? Und wie seht ihr das? Ist das was, was vielleicht doch eine Zukunft haben wird und vielleicht jetzt auf den Grund der neuen Technik oder mehr technischen Möglichkeiten sogar wahrscheinlicher geworden ist? Oder ist das was, was immer wieder so ein bisschen als Traum funktioniert und dann wieder verpufft? Adrian, sag du mal was. Ja, das sagst du nur, weil ich das Thema aufgebracht habe. Ja, genau. Das ist die Best- so ist das. Immer wer es einbringt, ist schuld. Man soll sich nicht melden mit solchen Sachen. Genau. Also, wie du sagst, die Second Life oder die Oasis aus Ready Player One, das sind ja Themen, die den Leuten offensichtlich umspuken. Mit Fortnite, das ist ja tatsächlich jetzt schon ein Riesenschritt vorwärts gegangen, indem man da Live-Konzerte zum Beispiel veranstaltet hat. Ja. Und jetzt haben wir diesen Part, wo du unabhängig vom Spiel rumlaufen kannst und Dinge ausprobieren kannst. Und dadurch, dass wir schon eine extrem breite Spielerbasis haben, hast du ja schon ganz viele Leute in dieser virtuellen Welt. Und auch insgesamt ist unsere Spielewelt ja schon so geworden, dass Chats und Communities in Games schon viel stärker geworden sind, als es vor 5 Jahren noch war. Und das heißt, die Leute treffen sich tatsächlich in Spielen, unterhalten sich da und kennen sich persönlich gar nicht. Das heißt, dieser schleichende Weg zu so einem Metaverse ist ja schon da. Und auch virtuelle Dinge zu kaufen, war vor 10 Jahren, war Second Life, ist eher so 15 Jahre her, ja, sagen wir 10 Jahre. Da war das noch nie so ein Thema, aber heute ist es ganz normal, dass du virtuelle Güter kaufst und Geld ausgibst, um virtuelle Dinge zu kaufen. Das heißt, ich glaube, wir sind schon mal einen Riesenschritt in die Richtung gegangen und diese Entwicklung wird nicht aufhören. Ja? Ob das jetzt ein fließender Weg, also das ist meine Meinung, ob das ein fließender Weg ist in diesem Metaverse oder ob tatsächlich irgendjemand sich hinstellt, guck mal, wir releasen jetzt morgen, kommt Metaverse 1 raus und das ist das neue Hip-Ding. Ja, ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, aber eher tatsächlich so, dass sich so Dinge wie Fortnite oder andere in die Richtung entwickeln. Und technisch, ja, wie weit sind wir denn davon weg, wenn wir jetzt ein Online-Rollenspiel haben, ja, mit einer Open-Welt, ja, wie ein Elex? Ja, da kannst du schon ganz viel machen. Aber ist es denn, also klar, das gibt es alles und es gibt Beispiele wie EVE Online zum Beispiel, die tatsächlich ja mehr als nur eine Chat-Gemeinschaft ausgebildet haben, also wo epische Politik-Schlachten, Ökonomie und alles mit drin ist, also die sehr komplexe Welt eigentlich abbilden, in die Leute abtauchen und die auch wirklich eine sehr große Menge von Präsenz in deren Leben haben und auch Geschichten erzeugen, die wirklich spannend sind. Und
Trotzdem ist es aber natürlich etwas, was eine Gemeinschaft, die auf ein spezifisches Thema bezogen ist. Also das ist so ein bisschen wie zu sagen, naja, also Metaverse fühlt sich für mich immer so an, sage ich jetzt mal als Advocatus Diaboli, als ob ich sagen würde, naja, wer gerne in Fußballverein geht, der mag bestimmt auch Schlittschuh laufen. Machen wir doch beides in das gleiche Stadion rein. Und das sehe ich halt nicht. Also ich denke, der entscheidende Merkmal vom Metaverse wäre für mich die Verknüpfung von der realen Welt mit der virtuellen Welt. Und EVE Online ist ein super Beispiel, weil EVE Online generiert Meldungen in der realen Welt. Also du siehst Twitter, selbst in Spiegel Online siehst du da mal eine Meldung, es gab die teuerste Schlacht, die es je in der virtuellen Welt gegeben hat. Da wurden Realwerte von 2 Millionen vernichtet in einer Schlacht bei EVE Online. Und da hast du tatsächlich dieses Verschwimmen von Real und andersrum bei Fortnite, wo reale Künstler ein Konzert physikalisch geben, was aber nur in dieser Welt übertragen wird. Ja, ich finde das schon spannend. Also wer hätte sich vorgestellt, dass man irgendwie vor ein paar Jahren, dass man jemanden dabei zuguckt, wie der ein Computerspiel spielt? Da hätte man auch für bekloppt erklärt, da zocke ich doch lieber selber, was gucke ich mir denn den Idioten da an, egal wer das ist. So, ne? Und heute sprießen halt sehr viele Streamer aus dem Boden mit Let's Plays und was nicht alles. Mittlerweile gibt es professionelle Spieler, wo Stadien, wie du gesagt hast, ne, gefüllt werden mit Menschen, die anfeuern, wie die jetzt League of Legends spielen und so weiter. Das heißt, die virtuelle Präsenz und die virtuellen Stars, die sind auch schon da. Ne? Das heißt also, will man wirklich irgendwie virtuell mit irgendwem da mal sprechen? Das kommt ja immer drauf an. So, ne? Es ist halt, früher gab es Telefon, heute gibt es irgendwie Videochat und so weiter. Ich kann mir schon vorstellen, dass man das ausbauen kann. Da fehlt aber irgendwo so ein bisschen so der, worum es geht, hast du gerade gesagt, Jan. Ne? Das heißt also, der Kern von dem, was gucke ich Fußball zusammen, kann man ja auch machen, ne? Rudel gucken zum Beispiel. Wir gucken uns zusammen und schreien die Fußball an und schreien die Leinwand an, ist auch eine Art von Merkwürdigkeiten, so, ja, wo man sagt irgendwie, ja, aber die hören uns doch nicht, warum schreien wir denn? Ja, weil enjoying each other's company, darum geht's, ne? Und irgendwie zusammen gucken ist irgendwie geiler als zu Hause auf der Mattscheibe, so ähnlich könnte das auch funktionieren. Was ist der Aufhänger? Fortnite ist ein Spiel, ja, wo man sich gegenseitig erschießt, das ist halt was Sportliches, das ist irgendwie was Kompetitives, das kann es sein. Dann gibt es halt sowas wie GTA, Roleplaying Game, das ist auch sowas, ich komme in seine Nähe, ja, von einem anderen Charakter, dann kann ich ihn auf einmal hören, was er sagt und solche Dinge. Ja, das heißt also, das wird immer realer. Irgendwann werden wir schon da sein, dass wir tatsächlich in virtuellen Welten rumlaufen können mit unserer VR-Brille und irgendwo, was weiß ich, in der Disco vielleicht irgendwie eine Tussi anquatschen oder sowas. Ja, man weiß es nicht. Ja, aber es ist wahrscheinlich vermutlich ein Kerl das dann, der dahinter steht. Ja, genau. Kann auch okay sein. Worum geht es? Was ist der Aufhänger? Das heißt also, was genau? Will ich Drachen töten? Will ich die Leute, die gerne Drachen umbringen, irgendwie sammeln? Möchte ich gerne irgendwie Leute, die gerne bei Sims irgendwie so die Community-Family baut? Oder worum geht es da tatsächlich so? Bei Second Life haben unheimlich viele Menschen unglaublich viel Geld bezahlt. Ja, ich kenne jemanden, der da tatsächlich Assets für produziert hat. Da hast du halt richtig Geld mitmachen können, ne? Weil das halt was Besonderes war. Du hast halt irgendwie eine Klamotte, die sonst kein anderer hat. Das ist dann so ein Prestige-Ding und da haben Leute tatsächlich viel Geld für ausgegeben. Die interessante Frage ist, ist es im Sande verlaufen? Waren diese Dinge dann nicht erfolgreich? Doch waren sie, meiner Meinung nach. Nur irgendwann ist halt die Zeit gekommen, wo es vielleicht langweilig wird, wo neue Features gefordert werden, wo vielleicht auch irgendwie ein bisschen mehr als nur das, was man bisher da konnte in diesen Welten, halt neue Techniken und so weiter. Und dann sind wir Menschen meistens immer dabei zu sagen, okay, das war gut, aber what's next? Ne? Und Potenzial ist da, ohne Ende. Ne? Aber ich muss nochmal, jetzt, weil wir philosophisch werden, möchte ich jetzt nochmal versuchen, sprachliches etwas exakter zu fassen. Das sind alles Online-Welten. Darüber brauchen wir nicht diskutieren, die gibt's. Die wird es auch weitergeben. Jetzt habt ihr zwei Sachen beigebracht, die eben so Ready Player One Science-Fiction-mäßig sind. Das eine ist das VR, das ist der Wunsch nach dem Holodeck sozusagen. VR ist jetzt ja nicht gerade auf dem super aufsteigenden Ast gerade. Also die Möglichkeit, das zu haben, ist genau durch das Interface, das VR bietet, immer noch beschränkt. Und nach dem nächsten Oculus-Hype ist, also Oculus, Steam und so weiter, gehen die VR-Brillenproduzenten jetzt schon wieder ein. Obwohl es die Software inzwischen gibt dafür, es gibt virtuelle Treffpunkte, es gibt alles Mögliche. Aber
Aber das alleine scheint sozusagen, also die Möglichkeit allein scheint die Leute nicht zu ziehen. Und das nächste, was ich nochmal unterscheiden möchte, ist, das Metaverse-Konzept ist eins, wo du gar nicht mehr rausgehst. Also das ist eben, das ist sozusagen der Xbox, der Microsoft Game Pass, das Netflix-Abo und dein Spotify plus alle deine YouTubes, die du sehen möchtest, da drin. Ja. Da werden sie auch erlebt. Ja, das Wichtigste hast du ja gerade gesagt, ne? Die Leute sind faul, da müssen sie nicht mehr raus. Aber bei der virtuellen Welt mit der VR-Brille muss ich mir eine Brille aufsetzen, da muss ich vielleicht sogar noch laufen, um Gottes Willen, ja, und solche Dinge. Ich glaube, da hängt so ein bisschen der Hase im Pfeffer, warum das eine funktioniert und das andere vielleicht nicht. Ja. Naja, aber das andere funktioniert auch nicht. Ich habe eben noch keine Welt gesehen, die das bietet, die wirklich sozusagen dauerhaft deswegen die Leute mehr gebunden hätte. Also das ist immer eine Weile lang irgendwie, wie gesagt, wir haben mal für PlayStation Home produziert Sachen, da haben wir auch Assets gebaut, die wurden auch verkauft, das war auch cool, weil du für billig Schrott-Asset-Zeug irgendwie Kohle gekriegt hast und da konnten die Leute auch Minispiele machen, da haben wir auch welche gemacht dann, die du in der Welt machen konntest, aber das ist so der Versuch, das ist so wie zu sagen, so wie den Busbahnhof interessant zu machen. Die Leute wollen eigentlich alle weg, aber du willst sie an den Busbahnhof-Ort halten und der einzige Grund, warum sie da hinkommen, ist woanders hinzukommen. Das fragt mal den Steve, der hat sich ja jetzt bei Gamescom 3 Tage lang oder 2 Tage lang in einem Metaverse, nämlich in die Mega-Boost aufgehalten. Und der kam ja offiziell, oder nicht offiziell, er kam tatsächlich am besten an von allem, was auf der Gamescom lief. Ja. Tatsächlich ist das, da hatten wir ja schon mal drüber gequatscht kurz, das ist was ich tatsächlich sehe als so kurzes Ding. Ich weiß nicht, ob ein Metaverse das echte Verse, das Universe ersetzen kann. Weil, wie du sagst, man versucht irgendwie den Busbahnhof schön zu machen. Das ist am Ende ist es schwierig, irgendwie das echte Leben so perfekt zu imitieren, dass man nicht mehr zurück ins echte Leben will. Ich meine, dann haben wir die Matrix und dann. Das ist eine komplett andere Geschichte. Ich meine, jetzt wird es wirklich philosophisch. Aber ich sehe, dass die Indie Arena Booth was super Cooles war. Und ich sehe, dass man, wenn man das ausarbeitet und vielleicht in ein paar Jahren, wenn VR irgendwie mehr accessible für den Großteil der Menschheit ist oder den Großteil der Spielerheit ist, dass man das irgendwie verbinden kann. Bin mir absolut unsicher, ob es irgendwas Universelles geben wird, wo sich jeder den ganzen Tag aufhalten wird. Oder ob das im Endeffekt eine Utopie, Dystopie ist, die man sich einfach nur gut vorstellen kann. Ich glaube, das ist eine Frage der Verfügbarkeit, wie immer. Ja? Absolut, ja. Wie viele Konzerne sind da Konkurrenzprodukte am Vorstellen? Wie kostet mich das? Kann ich mir das leisten? Was mache ich dann in der restlichen Zeit? Womit verdiene ich mein Geld? Ja, das hat ja alles irgendwie Faktoren. Also je leichter es verfügbar ist, ne? Ja. Auch Netflix, so, ne? Flatrate-Fernsehen, ich kann jetzt irgendwie Kinofilme zu Hause mit, das sind alles Sachen, die sind ja alle neu und auch cool. Ne? Und die werden jetzt benutzt. Wer hätte vor ein paar Jahren das gedacht, so, ne? Dass man sich nur noch virtuelle Spiele auf die Konsole packt. So. Nee, ich brauche unbedingt einen Schachtel. Heutzutage sitzt man da und denkt sich, ja, ich habe das da hinten stehen, aber es ist viel einfacher, auf den Knopf zu drücken, irgendwie 2 Euro zu bezahlen, da muss ich hier nicht aufstehen. Und mein Sohn holt mir nämlich immer die CD da unten raus. Naja, komm, ich zahle die 2 Euro. So ist das heute. Ja? Das heißt, also, ich glaube, je schneller verfügbarer solche Sachen sind und etablierter, ich war einer der Ersten, die ein Handy hatten. Damals wurde ich für ausgelacht. Ey, muss doch nicht immer erfolgreich, hier erreichbar sein. Wie blöd bist du denn, mit so einem blöden Knochen rumzulaufen? Naja. Und die Lehrer haben dir auch immer erzählt, so, wenn du draußen bist, ne, da hast du nie einen Taschenrechner zur Hand, so. Also musst du das jetzt auch das Kopfrechnen lernen und heute sagst du nur, tatsächlich. Ja? Also deswegen bin ich da ein bisschen, ich glaube schon, dass das funktioniert. Es ist halt irgendwie, du musst einfach nur einen Knopf drücken, am besten im Fernsehen, nicht noch ein zusätzliches Gerät kaufen oder so. Ja, dann bist du dann im Metaverse und dann kannst du da einkaufen gehen. Ach, guck mal hier, ne? Schweinebauch für 3,97 € kann ich hier kaufen und so. Dann klingelt es und dann ist das funktioniert. Nur, wer hat dann irgendwie dann die Oberhand da? Wer ist das? Ist das Amazon? Ist es Google? Wer ist es jetzt? Ne? Und da, ich glaube, da hängt ein bisschen der Hase im Pfeffer. Ne? Es muss ja gar nicht für morgens sein.
Aber das kann ja sein, du gehst abends nach Hause und derjenige, der sich jetzt in Fortnite einloggt, der dockt sich jetzt ins Metaverse an. Oder Fortnite ist das Metaverse. Das sind schon 300 Millionen minus ein paar, die weggefallen sind bei Apple. und die loggen sich abends ein und dann spielen die nicht nur, dann kaufen die vielleicht auch da ein und dann treffen ihre Kumpels, was sie jetzt schon machen. Ja. Aber warum nicht? Das ist nochmal, also für mich ist das, was Björn gerade gesagt hat, genau das Gegenargument gegen den Metaverse. Weil es ist nämlich, also das Metaverse, das gibt's und das heißt Browser. Das ist der oder beim Handy heißt das entsprechend halt Handy oder Mobile Phone. das ist nämlich das Ding. Da hast du alle Erreichbarkeiten auf einen Knopfdruck. Und warum soll ich jetzt mit meinem Mobile Phone oder mit meinem Computer oder meinem Fernseher erst wo reingehen? Dann lade ich, egal mit welcher Geschwindigkeit, das ist immer langsamer als der Browser, lade ich das dann. Das darf eben nicht sein. Genau, das darf nicht sein. Ne? Das ist die ganze Idee von dem Metaverse ist, dass ich da drin den Raum repliziere, dass ich irgendwo bin, von A nach B laufe und dann den virtuellen Laden habe, das heißt den virtuellen Metzger und dann gehe ich zum virtuellen Metzger, bestelle mir da ein virtuell was und es wird mir in echt geliefert. Das ist aber aufwendiger, als auf die Webseite von dem Metzger zu gehen und teurer auch noch dazu für alle Beteiligten und da was direkt zu bestellen. Das heißt, für mich ist die Frage, am Ende entscheidet immer die Funktionalität und da bin ich auch völlig der, also Faulheit ist der beste Antrieb sozusagen, deswegen ist virtuell leichter als physische Medien. Aber das Metaverse macht den umgekehrten Schritt. Das Metaverse macht das Virtuelle ähnlich dem physischen Raum und damit anstrengender und langsamer und schwieriger und aufwendiger. Und, das ist nochmal mein Problem, wenn ich Fortnite spielen will, also erstens, will ich das mit den ganzen 12-Jährigen? Will ich meinen Sohn in Fortnite treffen? Weiß ich nicht, aber okay. Aber das Zweite ist dann, wenn ich Fortnite spielen will, dann komme ich ja zum Fortnite-Spielen. Ich komme nicht, um ein anderes Spiel zu spielen. Wenn ich aber mir 23 Spiele angucken will, also wenn ich sozusagen den Game Pass replizieren möchte, dann muss ich mich entweder in der Oberfläche von meiner Konsole bewegen, da habe ich 13 Titel auf einem Ding und klick drauf und fertig ist. Oder ich habe wieder den extra Schritt, ich gehe ins Metaverse, dann gehe ich da mit meinem Avatar irgendwo hin und dann, oder habe da ein Screen im Screen-Ding und dann suche ich mir das da aus und dann gehe ich doch wieder nur im Spiel. Ich habe einfach einen extra Step, den ich nicht verstehe, also wo ich nicht weiß, was der Vorteil sein soll. Und dass es virtuelle Welten gibt und dass die sich alle treffen und dass sie da chatten und dass mein Sohn, wenn er Leute erreichen will, in Fortnite geht, wenn er sie auf WhatsApp nicht erreichen kann, weil er weiß, dass sie dann da sind und damit ihn chattet, wo ich sagen würde, aber ihr habt ja schon mal versucht, das Telefon zu benutzen, miteinander zu telefonieren. Das mag schon sein. Aber deswegen ist das immer noch kein Metaverse, sondern es ist ein weiterer Online-Titel. Ein Online-Titel, der eben was bietet. EVE Online ist ein Online-Titel, der greift in die echte Welt aus, ja. Aber das war es dann auch. Also das deswegen gibt es eben nicht auch noch Steve Online und Paul Online, die daneben liegen und was ganz anderes machen und nur über EVE Online betretbar sind. Aber was ist, wenn du in diesem Metaverse mehr geboten kriegst? Wenn du ein Konzert in Fortnite sehen kannst, was du nirgendwo anders online bekommst? Ja, dann gehst du in Fortnite. Genau. Und dann bist du da drin. Und dann poppt nochmal einer auf und sagt, Leute, ich will aber meine geilen Sneaker mit dem Fortnite-Logo verkaufen. Und wo kriege ich die Leute am besten? Ich kriege die Fortnite. Nicht in den Browser. Ich kriege die nicht beim Aldi um die Ecke. Ich kriege die in Fortnite. Also mache ich dann Fortnite auf einmal. Zack, 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 zack. Ja, aber dann hast du kein Metaverse, sondern du hast einen Fortnite-Store. Also das glaube ich sofort, dass du Merchandise, Unterhaltung und alles in Fortnite reinschieben kannst. Das glaube ich dir schon. Okay, und aber der nächste Schritt ist, dann wird aus Fortnite nicht nur ein Shooter, auf einmal kannst du noch ganz anders auch mit Fortnite machen, wo die ja gerade dran arbeiten. Und auf einmal. Ja, Kreativmodus, Minecraft macht das ja auch, klar. Also du kannst ganz viele Sachen da drin machen. Ich glaube, es gibt eine Kernbindung, die was mit dem Thema zu tun hat, die was mit der Optik zu tun hat, was auch immer. Also es gibt eben was, das ist das, woran Second Life irgendwann gestorben ist. Dass unterm Strich das nichts zu tun gab. Mhm. Außer dem, was Second Life macht, nämlich Sachen bauen, um die dann zu verkaufen. Also irgendwann fragt man sich, was mache ich da eigentlich? Weil so ein bisschen die Essenz von einem Metaverse ist, ich meine, die Essenz von einem Metaverse muss sein, sich mit anderen Leuten verbinden zu können. Also das ist, es kann nicht um ein Spiel gehen, es kann nicht ums Einkaufen gehen, so wie du sagst. Ich meine, das ist einfacher, wenn ich auf rewe.de gehe.
als ob ich jetzt, als wenn ich jetzt virtuell zum nächsten Laden laufe. Das heißt, die Grundessenz von dem Metaverse muss ja sein, die Verbindung zu anderen Menschen herstellen zu können. Naja, das hat der Jan ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Es muss den Browser ersetzen. Na? Und aber dann muss es das? Dann bist du es da. Ja, ja, klar, natürlich. Beziehungsweise kannst du das, weil gibt es eine einfachere Möglichkeit, einkaufen zu gehen, als 5 Zeichen und Enter zu drücken? Gute Frage. Wenn es kein anderes gibt, keine andere Möglichkeit, ne, dann geht das schon. Ne? Tja. Alexa gibt es ja auch, da sprichst du nur. Da tippst du nicht mal mehr. Ne? Kannst du auch deinen Kühlschrank voll machen. Gutes Argument tatsächlich, ja. Also ich glaube, das, was ihr gerade sagt, deutet für mich alles drauf, dass es eine immer weitergehende Verschmelzung von medialen Welten, Alexa ist ja auch nichts anderes als ein Medium, und echter Welt gibt. Das würde ich sofort unterschreiben. Das wird immer relevanter und die beiden schieben sich übereinander. Es gibt echte Konzerte in virtuellen Welten. Es gibt virtuelle Stars. Also wir haben ja auch schon Hologramm-Sängerinnen in Japan und so oder in Korea. Das heißt, das ist alles das ja, ja. Aber mir hat noch niemand einen überzeugenden Case sozusagen zeigen können, wie das. Und das ist der heilige Gral natürlich, weil irgendwann ist Fortnite auch nicht mehr der heißeste Scheiß. Und was mache ich dann mit meinen 300 Millionen Leuten? Die will ich ja nicht loswerden. Das ist die Idee hinter Metaverse in Wahrheit. Bei allen Leuten, die diese Großdinger bauen, sind entweder die Plattformhalter, die sagen, ich will meine Plattform ersetzen. Also wie Steam, die halt ihre VR-Geschichte machen oder Sony mit PlayStation Home. Ich möchte gerne, dass die Leute nicht zum Spiel kommen, sondern die sollen zu mir kommen. So wie sie bei mir einkaufen wollen, sollen sie auch bei mir sein wollen, damit ich ihnen dann besser was verkaufen kann. Das ist ja auch ein guter Weg, genau das zu erreichen. Weil ja. Das ist ja nicht nur das Spiel. Du kaufst dir Skins, du investierst Geld und hast auf einmal Charakter, du hast Skills und dann bist du jemand in Fortnite, ja, innerhalb deiner Freundesgruppe. Und das wirst du nicht so schnell aufgeben wollen, ja, um zu switchen zu Apex oder sowas. Ja, absolut, weil das hängt ja von vorne an. Klar. Aber das macht jedes MMO. Also das ist das Lebensprinzip von jedem MMO, Community-Bindung. Das ist auch das Lebensprinzip von vielen Haupttiteln inzwischen, also Season Pass und tralala. Leute nicht mehr loswerden, wenn sie erstmal da sind. Völlig klar. Dass Leute das wollen, kann ich verstehen. Nur, wie gesagt, mir ist immer das gleiche Problem. Metaverse klingt für mich immer wie, du sollst Schweinesülze kaufen, auch wenn du eigentlich im Vegetarier-Treff gekommen bist. Und das funktioniert nicht mehr. Und es ist zumindest aktuell schwieriger, als sozusagen mehrere virtuelle Sachen zu benutzen. Mein Kind weiß sehr genau, welche App es für was haben will. Und die Meta-App für alles sozusagen, die will es nicht haben, weil es das gar nicht braucht. Das ist keine Abkürzung, sondern es ist ein Umweg. Weil sie das weiß, alle 13 Sachen, die es will. Und wenn von den 13 Sachen eins nicht mehr hip ist, dann fliegt es raus und wird durch was anderes ersetzt. Also, noch. Meine Meinung ist noch. Irgendwann wird es das geben. Und dann hast du nur noch dieses Ding, da gibt es keinen Browser mehr und dann gibt es nur noch diese Oberfläche und dann sprichst du nur noch mit dem Computer und Punkt aus. Genau das wird passieren. Da bin ich mir sicher. Aber das ist dann immer noch kein Metaverse, das ist ein anderes Interface. Also das Interface verschmelzen wir auch das, glaube ich auch. Schauen wir mal. Ich denke... Ihr habt mich nicht überzeugt. Also, du bist beim Browser. Ja, frag mal Jugendlich, was ein Browser ist. Ja. Der schaut auf dein Handy und schaut dich nochmal an. Ich schaue auf mein Siemens-Handy und benutze meinen alten Mozilla-Browser. Genau. Immerhin hast du ein Handy, das ist ja schon mal was. Gekurbelt aber. Gut, also falls wir euch oder falls diese Argumente von den Herren hier unten euch überzeugen konnten, dann schreibt uns, falls ihr auch der Meinung seid, Metaverse so ein Quatsch, schreibt uns auch. Und wenn ihr was ganz anderes sagen wollt, könnt ihr jetzt ebenfalls schreiben. Wir sind immer für Vorschläge für neue Themen dankbar. Ihr könnt uns hören auf GameStar oder könnt uns sehen und hören auf GameStar unter DevPlay. Ihr könnt uns auf unserem eigenen DevPlay-YouTube-Kanal besuchen, wo wir uns immer sehr drüber freuen. Und ihr könnt uns natürlich auch hören auf unserem Podcast für die langen Autofahrten, die ihr jetzt demnächst unternehmen möchtet. In diesem Sinne, wir freuen uns wieder mit illustren Gästen. Aufs nächste Mal auf euch und natürlich auf meine lieben Gäste. Und vielen Dank und bis demnächst. Ciao. Tschüss zusammen.